Am Freitag, den 17. Februar, findet die Award Night Unternehmer des Jahres 2017 in Liechtenstein statt. Und wer die 8 nominierten Kandidaten sind, sehen Sie exklusiv auf einzfl.tv. Mein Name ist Beck Kalewis, ich bin Geschäftsführer für der Topservice AG in Vaduz. Der Hauptsitz vom Reinigungsunternehmen. Unsere Dienstleistungen die über die 4 Geschäftsfelder unterteilen. Einmal ist das Spezialreinigung. Unter Spezialreinigung verstehen wir Neubautenreinigung, Fassadenreinigung, dann wieder eine Umzugsreinigung. Das andere Geschäftsfeld sind Hauswartungen. Dort geht es darum, Betreuung von Liegenschaften, inklusive Umgebungsarbeiten, Grünanlagen, technischen Unterhalt. Des Weiteren ist Unterhaltsreinigung. Unter Unterhaltsreinigung verstehen wir hauptsächlich Bürgerreinigung. Und das vierte Geschäftsfeld, das wir haben, das heißt über neuem Aufbau, das heißt Hotel at Home. Das sind Privathaushalte, wo wir je nach Kundenwunsch, das kann vom Bügeln über das Bett oder nur über die Reinigung gehen, tätig sind. Wir sind ein Betrieb, der momentan das Jahr Grössenordnung 85.000 Leistungsstunden erbringt. Das entspricht in etwa 43 produktiven Mitarbeitern. Und unsere Administration ist in Grössenordnung 3,5 bis 4 Personen. Die Weiterentwicklung von Top Service geht eigentlich in die Richtung, dass wir die Hauptsache in kleineren Segmenten arbeiten, also wo man sehr flexibel sein muss, wo man sehr viel Kunden hat, sprich Hotel at Home, wo es um viel, viel Vertrauen geht. Und nicht um die ganz grossen Gebäude, die sind stark unter Preisdruck, sondern wir sind eher in ihrer Nischenpolitik tätig. Ich bin der Marco Bühl. Ich bin Geschäftsführer von Bühl Blech AG. Bühl Blech AG wurde gegründet worden in 1981 von meinem Onkel, vom Otto Bühl. Wir haben uns damals spezialisiert auf die Industriespenglerei. Wir haben zwar hauptsächlich für das Gewerbe gearbeitet, haben uns dann ein bisschen weiterentwickelt und sind heutzutage hauptsächlich tätig für ihre Halbleiterindustrie. Im 2011 habe ich die Firma Bühl Blech AG übernommen. Wir haben uns dann dort ein bisschen verändert, vom Gewerbe Richtung Industrie. Wir haben probiert, entsprechend den Maschinenpark ständig zu erweitern und zu erneuern. Und aktuell arbeiten hier am Standort an der Landstrasse 18 Mitarbeiter. Wir sind hauptsächlich im Prototypenbau und im Gliserienbau tätig, wo wir unsere Kunden hauptsächlich aus der Halbleiterindustrie unterstützen, um optimale oder noch bessere Produkte zu bekommen. Unser Kerngeschäft ist Blechverarbeitung, also haben eigentlich alle unsere Teile etwas mit Blech zu tun oder mit Baugruppen, die irgendeinen Anteil von Blech haben. Wir haben viel gemacht und wir wollen eigentlich auch noch ziemlich viel machen in Zukunft. Im 2017 ist der Umzug in ein neues Gebäude geplant, vor allem aus Platz. Problem, das wir hier mittlerweile bekommen haben. Und es gibt uns die Möglichkeit, noch mal einen Schritt weiter zu gehen und unsere Wertschöpfung wie geplant auszubauen. Mein Name ist Helmut Grimm. Ich habe vor fast 20 Jahren hier am Standort Balzers die Elgo Batzkel AG gegründet. Wir haben hier den Schwerpunkt gesetzt auf die Herstellung von Magnetbändern, die zur Bestimmung von Positionierung in der Liftkabine entwickelt wurden, allerdings auch im Maschinenbau und in anderen Applikationen benutzt werden. Wir sind Erstlieferanten bei großen Liftkonzernen. Dazu gehört in erster Linie die Firma Schindler in der Schweiz, aber auch die Firma Thyssen in Europa, auch in Asien. Also wir haben insgesamt etwa rund 80.000 Hochhäuser schon ausgestattet und es werden täglich mehr. Wir haben ganz klein angefangen mit 3 Mitarbeitern und beschäftigen heute 45 Mitarbeiter, Ingenieure, Sekretärinnen und so weiter. Also und wir sind auf Wachstumspfad. Das wird in den nächsten Jahren erheblich mehr sein. Wir sind eigentlich am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt eine solide Basis durch die weltweite Aktivitäten, die wir seit 5 Jahren betreiben, sehen wir auch in Amerika, insbesondere auch in China, sehr gute Chancen, unsere Absätze dort erheblich zu steigern. Also mein Name ist Alexander Chiefs, ich bin Geschäftsführer von der Chiefs-Gruppe.
Wir sind im Bereich Treuhand tätig. Das Hauptbüro haben wir hier im Liechtenstein in Schaar. Und andere Vertretungen haben wir in der Karibik, drei und zwei in Asien, Hongkong und Singapur. Und seit einem Jahr haben wir jemanden, der in China auf Weg ist. Gegründet worden ist die Firma, die Gruppe als ursprüngliche Firma von meinem Vater, in den 70er oder 80er Jahren, je nachdem, wie man es anschauen will. Es hat dann gewachsen, immer ein bisschen mehr, sind von dort am Anfang bis vor 15 Jahren, dort ist es knapp warm im Platz und dann vor 15 Jahren hierher ins Agenbürogebäude angekommen. Was manchen Kunden vielleicht gefällt, ist, dass wir eigentlich auch Familienunternehmen sind und unsere meisten Kunden sind eigentlich auch entweder Entrepreneurs oder Familien selber. Und von dem her tun wir eigentlich das, was wir ihnen vorschlagen, dass sie oft tun sollten. Und es gibt, glaube ich, eine gute Identifikation mit den Kunden auch. Und das, wir sind unabhängig. Das heißt, wir gehören zu keiner Bank, zu keiner Vermögensverwaltungsgesellschaft. Und ich glaube, wir sind auch ein Vorteil für den Kunden am Schluss. Wir hoffen, dass wir den Standort Schaar eher ausbauen würden in Zukunft. Wir glauben, dass die Regulierung, die angefangen hat in den letzten Jahren und noch weitergehen wird, eigentlich ein Vorteil für den Standort hier in Schaar ist. Und dass er wahrscheinlich eher noch mehr wächst als in Asien zum Beispiel. Mein Name ist Daniel Kohler, ich bin Geschäftsführer der Firma Rayomarkt AG und seit 20 Jahren leidenschaftlicher Unternehmer. Wir sind im Bereich der digitalen Kommunikation zwischen den Unternehmen tätig, womit wir IT-Systeme von Unternehmen weltweit miteinander verbinden. Damit können Geschäftsprozesse wie zum Beispiel Abstellung oder eine Rechnung elektronisch in Sekunden von einer Unternehmung zur anderen Unternehmung übermittelt werden. Unternehmen können damit ihren Beschaffungsprozess optimieren und zum Beispiel bis zu 40 Franken pro Rechnung an Prozesskosten einsparen. Zu unseren Kunden zählen Weltkonzerne, die ihre mehrere tausend Geschäftspartner über uns verbinden. Aber auch kleinere Unternehmungen, die aufgefordert sind, ihre Beschaffungsprozesse mit ihren Kunden elektronisch abzuwickeln. Und das in der Schweiz, Liechtenstein und nahezu in ganz Europa. Wir sind stolz, dass Rayomarkt als ein innovatives liechtensteinisches Unternehmen in der IT-Industrie als ein führender Anbieter in einem globalen Zukunftsmarkt tätig ist. Täglich werden neue Unternehmen in unser Cloud-Netzwerk, das bereits über 10'000 registrierte Unternehmen hat, eingebunden, die von unserer Dienstleistung profitieren und ihr Vertrauen uns schenken. Wir sind ca. 40 Mitarbeiter. Davon ist die Hälfte hier in Liechtenstein und die andere Hälfte in einer Softwareentwicklungsfirma in Indien, die uns selber gehört. Ich bin überzeugt, dass für das Land Liechtenstein zukünftig wichtig sein wird, dass der Fokus verstärkt in den Bereich der Digitalisierung setzen und somit den Standort Liechtenstein für IT- und Hightech-Unternehmen attraktiv zu gestalten. Ich bin der Renato Skine, ich bin geschäftsführender Partner der Kanzlei Ora Treuhand hier in Triesen. Wir sind 1994 in Balzers gegründet worden, sind vor ein paar Jahren an den neuen Standort angezügelt. Die Ora Treuhand bietet da Basisdienstleistungen von jedem Treuhänder. Das sind Buchhaltungen, das sind Jahresabschlüsse und zu erstellen von Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen. Wir bieten da Geschäftsplattformen für internationale und nationale Unternehmer, wo sie nur ihre Spezialisten müssen in Liechtenstein platzieren, ohne dass die ganzen Rundumdienstleistungen wie Buchhaltung oder Führen von den Jahresrechnungen, Lohnabrechnungen, muss von innen gemacht werden, wo sie sich zu wenig auskennen drin. Das innovativste Angebot ist eine Stiftungsmanufaktur. Wir tun für Stifter ihre persönliche Stiftung errichten, planen, ausführen und betreiben. Die Euratron Gruppe hat im Gesamten 18 Mitarbeiter und wir haben ein Standortbüro in Zürich, in St. Gallen und hier in Triesen. Der wichtigste Wachstumsbereich sind sicher Stiftungen und Planung von Familienstiftungen oder auch gemeinnützigen Stiftungen. Wir sind spezialisiert auf die Stifterländer Schweiz, Deutschland, Österreich, machen aber auch für internationale Kunden, die weiter weg sind, ihre ganz persönliche Stiftung. Das ist sicher der Bereich, der in Liechtenstein eine grosse Zukunft hat. Horst Marxer, mein Name. Im Jahr 2007, am 1. Oktober, habe ich die Firma RMS gegründet. Ich habe mir damals zum Ziel gesetzt, ich möchte im Sicherheitsbereich ein bisschen andere Bereiche bearbeiten als üblich. Wobei ich muss sagen, ich mache auch normale Sicherheitsdienste, Bewachungen, Logendienste etc. Aber meine Haupttätigkeit sind Transportbegleitungen und Sicherheitstransport. Firmensitz habe ich in Schaar, wo ich früher in Miete war und im Jahr 2010 habe ich zusammen mit dem Hilti-Glasbau das Gebäude erstellt, wo ich im vierten Stock Eigentümer bin. Mein Ziel war immer, Vertrauen, Qualität und hochstehenden Service zu bieten. Ich habe dann auch im Jahr 2015
in Lufingen ein Hochsicherheitslager erstellt, wo sehr etwas Einmaliges ist. Mitarbeitende sind wir jetzt ziemlich genau 80 Mitarbeitende. Die Planung für 2017 ist, bin am Planen bzw. möchte ich bis Ende 2017 den Neubau realisiert haben, angrenzend das Gebäude, wo ich jetzt bin, wo ich nebst Sicherheitsanlagen auch geplant habe, eine hochmoderne Schiessanlage zu bauen, wo nicht nur für die Ausbildung von meiner Mitarbeiter, sondern auch für andere Zwecke dienlich sein soll. Mein Name ist Lorenz Riesch. Ich bin zuständig für die westlichen Unternehmungen von unserer Firmengruppe in der Schweiz und mache das am Standort Bern und aber auch am Standort Vaduz. Mein Name ist Martin Riesch. Ich bin zuständig für die Unternehmen, die im Osten von der Schweiz gelegen sind und für den Standort Liechtenstein zuständig. Mein Sitz ist in Vaduz und in Schaan. Unser Betrieb, Labormedizinische Zentrum Dr. Riesch, sind 1970 vom Vater Gerd Riesch gegründet worden. Wir sind als Labormediziner eine ärztliche Disziplin. Wir bringen unsere Leistung alles, und so haben wir es uns auf die Fahne geschrieben, als integrierte Labormedizin. Das bedeutet einerseits einmal das Erarbeiten von qualitativ hochstehenden Analysen, aber das Ganze muss umgeben werden von ganz anderen Dienstleistungen, auch noch Logistik, IT, Forschung und Entwicklung, die wir machen müssen, mit Beratungsdienstleistungen auch, damit unsere Analytik einen grossen Wert bekommt. Während der Errichtung vom Neubau der Wurststrasse in Vaduz haben sich auch die Rahmenbedingungen nochmal verändert für Schweizer Versicherte betreffend Laboranalytik. Und das hat dazu geführt, dass wir eine separate Gesellschaft gegründet haben, die Labormedizinische Zentren Dr. Riesch AG Ostschweiz mit Sitz in Bux. Wir bieten dort seit neuem eigentlich das Analysespektrum für die Schweizer versicherten Patienten an.